Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Ja, dann würde ich sagen, wir haben was gefunden. Zeigen wir euch. Ich kann leider keine Informationen geben, wann es verlassen wurde, wie es verlassen wurde oder wem es gehört hat. Aber nehmen wir euch mal mit. Ist auf jeden Fall ein altes, verlassenes Bauernhaus oder ähnliches. Also haben wir noch sogar Einrichtungen am Start hier. Da hinten ist auch noch ein bisschen was zu sehen. Ha, eine alte Revue-Zeitung. Hier. Geil. Einmachgläser. Was machst du? Auf jeden Fall ist es ein altes Bauernhaus. Ups. Hier ist sogar noch Einrichtung am Start. Schaut euch das an. Wahnsinn. '74. Das finde ich krass. Hagebuttentee, Tassen, alter Spiegel. Hier ist sogar noch relativ viel Einrichtung am Start. Hier ist noch Shampoo, Dusch da schon so. Wahnsinn. Das ist schon krass. Das ist schon echt. Echt krass. Da oben, schaut euch das an hier. Wahnsinn, oder? Hier sind noch Einmachgläser. Aber das hier, Leute, das hier ist ja absolut krass, oder? Altes Bett. Hier hinten ist noch ein kleiner Raum, aber der Raum hier, also der Raum hier hat sich schon das Herfahren gelohnt, finde ich. Wahnsinn. Ja. Absolut krass. Wahnsinn. Wie ihr sehen könnt, ist schon der absolute Wahnsinn. Also der Raum da oben, krass. Ohne Scheiß, das mit dem Bett, das triggert mich gerade. Also wenn man hier reinkommt und sich das dann so anschaut, ist ja alles total im Eimer und dann kommst du rein und dann siehst du den Raum hier. Wahnsinn, das mit dem Bett ist der absolute Wahnsinn. Und was ich total faszinierend finde, ist, dass halt wirklich noch relativ viel Einrichtung am Start ist. Aber hier hinten sind zum Beispiel noch relativ viel Gläser und so da. Kühlschrank ist noch da, obwohl hier die ganzen Dinger sind kaputt. Aber es wundert mich, also dass hier noch echt sehr, sehr viel Einrichtung am Start ist. Also Wahnsinn. Für das kleine Gebäude, krass. Krass, oder? Total tricky. Da fährst du nach Sachsen und dann findest du so ein Gebäude. Wahnsinn. Also ich bin jetzt gerade total perplex, dass sowas überhaupt verlassen ist. Wahnsinn. Also einfach so mitten in der Straße. Wahnsinn. Krass. Ja, dann gehen wir noch mal raus. Ich sag, der Raum hier ist auch sehr geil. Da kann man sich echt gut aufhalten. Also wenn man hier guckt, 1995 ist noch ein Kalender da, wir haben Sachen gefunden von 1992, also irgendwann in den 90er Jahren wurde es auf jeden Fall verlassen. Was ich echt, kannst du nur sagen, was ich echt krass finde, ist, schaut euch hier die Tassen an, Wahnsinn. Einleitung. Hausarbeit 1913.11.1974. Das hier ist auch krass. Die alten Gewürze. Hier ist noch ein altes Öl. Aber das hier ist auch mega. Wie gesagt, wie ich es vorhin schon in der Einleitung gesagt habe, hier unfassbar Pfeffer, Salz. Wahnsinn. Ja, dann würde ich noch sagen, gucken wir draußen nochmal. Also hier hinten seht ihr schon, dass das hart am Verfallen ist. Ne? Also der Bereich hier ist komplett verfallen. Hier steht Dommel. Liest die Praline. Der liest die Praline von 1992 oder so. Wollte ich darf nicht zeigen. Ja. Müssen wir jetzt pixeln. Krass.
Also das hier ist das alte Gebäude. Das zieht sich hier hinten hin. Hier hinten ist dann noch ein Haus. Schon total tricky, oder? Guckt euch das an. Schon komplett verrückt. Schon komplett tricky. Das ist jetzt quasi das Grundstück zu dem Haus. Wahnsinn. Und hier drin standen wir gerade. Oben war ich noch nicht, das werde ich jetzt nachholen. Mal gucken, werde ich mal oben rauf schauen, ob es da irgendwas zu sehen gibt, was interessant ist oder was man sehen müsste. Aber es ist schon krank, schon absolut krank. Dann gehen wir noch mal in die Richtung weiter. Schon krass. Was war denn das gewesen? Dann alle Bauernhof oder irgend sowas, oder? Hätte ich jetzt mal behauptet, oder? Irgendwas, ja. Also irgend sowas auf jeden Fall, weil wenn ihr guckt, da daneben ist ein Acker. Also hier ist ein Acker. Und diese Heuballen haben wir bei Google Maps gesehen. Krass. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst, und wir sehen uns.